auch wenn das relativ einfach zu sein scheint. Beim Steinkrosche. Aua, das hat weh, du Lutscher. 43.000. Halleluja. So, den sollen wir befragen. Ein Wachposten. Ansonsten drei Leute, die um den herumrennen. Dann würde ich sagen, geht's los. So, am besten... Hier ist einer. Schnappen wir uns als erstes mit. Oh, hier liegt ja einer. Entweder mit der Schänder zu leben. Bewegt sich zumindest. Ist hier im Haus auch... Ach, im Haus sind auch noch welche. Scheiße, was war das? Dein Tod, mein Freund. Dein Tod. Auch hinter uns. Auch hinter uns. Schön gegen die Kiste gespielt. Sehr schön. So, da kommt einer raus. Der ist der Nächste. Zack. So. Waren es nur noch die zwei Lackaffen hier und der, der zu befragen ist. Ich habe Angst, wenn der uns sieht, dass der abhaut. Müssen wir mal schauen. Hat es jetzt den richtigen auf den Plan gerufen? Ich hoffe. Hier liegen Leichen. Willst du mal was sagen? Verfluchter Mist! So, wo ist er? Der Lutscher. So, müssen wir mal losfahren. Das war klar. Und es gibt hier Geld einzusammeln. Ich werd blöde. Tut mir leid. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Fehler. Aber das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So. Hier ist noch mehr Geld. Alter Falter. War klar, dass jetzt der kleine Hurensohn abhaut. So. Hier sind alle eliminiert. Ab ins Auto. Hinterher befragen. Ich bin jetzt zum Glück aus dem Auto schießen. Ach, komm mal, nicht schon wieder die Bullen nehmen, ey. Eieieiei. So. Jetzt die Frage, wo ist dieser kleine Pisser? Ich brauche diese Information. Ohne diese werde ich nicht gehen. Wieder eine Polizei. Militär-LKW oder was? Sieht so aus. Da natürlich einen kleinen Vorsprung, aber wir haben ja zum Glück ein wow, flottes Auto. Aber wenn ich jetzt den weiter verfolgt hätte gleich, wäre das Geld weg gewesen. 3051 Dollar. Wir brauchen jeden Cent. Ihr wisst, wie teuer das alles hier ist. Ja, übers Auto gejumpt. Ins parkende Auto rein. Welcome to Alarm für Cobra Mafia. Eigentlich war es kein Polizeiauto, ansonsten hätte es Probleme gegeben. So. Wir fragen, wo wird denn der. Oh. Der. Wo ist er denn? Oh, da will uns doch verarschen. Ja, ist gut. Jetzt haben wir die Kackbullen wieder an der Stelze. Come on. Und unser Ziel ist voraus. Wo bist denn du hin? Oh. Oh. Gut, der hat einen Unfall gebaut. Gut, wir haben die Bullen an der Backe. Müssen wir loswerden. So eine Scheiße, aber auch. Geht der uns blöden? Ja, ist da. Komm, verpisst euch doch mal. Die schießen, die schießen. So, wir sollten eigentlich ihn befragen. Ich glaube, wir müssen wieder von vorne anfangen. Weil unser Ziel ist weg. Was hier war? Ich glaube, ich habe einen Platten.
durch die Drecksbullen. Das Auto ist Schrott, das Auto ist Schrott. Raus, 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 raus. Weiter, 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 come on. Hier steht ein Auto. Weiter, 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 come on. Wir heilen und weiterfahren, come on. Gut, der Verdächtige ist in ein Fahrzeug gestiegen. Wie könnte das passieren? Oh, ihr Lutscher, lasst mich in Ruhe. Und das ist so nervig bei Mafia 3. Come on, ihr Pisser. So, wie es alles müssen wir die Mission nochmal machen. Jetzt kommen wir wieder entgegen von den Lutschern. Meine Güte. Und wir haben unser schickes Auto verloren. Ich fasse es nicht. So. Und wir haben nicht den schnellsten unterm Arsch. Aber wieso, wie es aussieht, jetzt endlich entkommen. Gott sei Dank, würde ich sagen. So, wir müssen abbiegen. Ach ja, und da muss die nächste Bulle sein. Jetzt nimmt doch mal diese scheiß Laterne vom Auto. Ne, die hat nichts gemacht, okay. Weil wir aus dem Radar sind, da erkennt die uns nicht. Nice. Okay, ich dachte schon, die sind nur wieder hin und her. Aber die erkennen uns gar nicht, weil wir nicht in dem gesuchten Radar sind. Sehr nice, muss man sagen. Sehr schön. So, die nächsten Bullen. Eieieiei. Ich hoffe, das war's jetzt. Könnt ihr gleich mal hier. Was sind das für rote Punkte hier? Habt ihr das gesehen auf der Karte? Eieieiei. So, gleich sind wir auf der nächsten Mission. Was hier? Okay. Das ist praktisch, das ist das Fluchtfahrzeug. Kann er ja mal versuchen. Ich hatte mir so einen Zugraub etwas aufregender vorgestellt. Bruder, Aufregung wird stark überbewertet. Ich muss dich bitten zu gehen. Das kann ich tun. Ich hab ein Geheimnis, Penner! Okay, der macht uns keine Schwierigkeiten. Ich geh in Deckung. Jetzt können wir uns erstmal die anderen kümmern. So, Headshot. Ich sterbe. Nein, noch nicht. Bitte. Noch wirst du nicht sterben. Das entscheiden wir, wann du stirbst. So, wir sammeln erstmal das Geld ein. So. Der ist tot und hier oben wartet auch noch einer. Sie haben bloß noch 7 Schuss. Eieiei. So. Nur mit einer Kugel haben wir den erledigt. Hier können wir nichts machen. Okay, dann kümmern wir uns erstmal natürlich um die Leute hier. Den wir befragen sollen, der kann eh nicht abhauen. So. Wie kommen wir hier in diese Drecksbude? Hier. Ich sterbe. Nein, nein, noch nicht. Helft mir. Ja, ich helfe dir gleich. Ja, ja. Ich muss erstmal jetzt Geld aufsammeln. Und dieses Elektroteil. So. Wo ist denn das Opfer? Da. Befragen. Du arbeitest doch für Santini. Lass mal hören, was bei euch so los ist. Mr. Santini hat ein paar mickrige Waffengeschäfte durchgezogen. Ich weiß, wo er das Geld versteckt hat. Na gut. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Bam. So, und er will wieder, dass wir mit Conny DeMarco reden. Wir haben doch noch eine Aufgabe. Wow. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eigentlich war doch noch eine Information. Wahrscheinlich hatten die dieselben Informationen. Räum Santinis Geldversteck aus. Wenn das mal nicht was ist, wir hören Geldversteck. Das muss sich doch lohnen.
Kiste und wir haben diese Dreckskarren am Arsch. Ich bleib leider. Die Tür geht noch nicht mal richtig zu. Also die Fahrzeuge sind teilweise echt größter Schrott, den es hier gibt. Oh Mann. Also das hätten sie auch besser machen können. Das ist doch der Punkt, wo wir uns gefragt haben, was hier abgeht. Glaube ich zumindest. So. Natürlich machen wir noch einen Anruf, um unser Geld sicherzustellen. Da ist er. Die gute Ingeborg. Dein Geld ist bei mir immer sicher. Okay, ich wäre dann soweit. So, du bist als erstes fällig. Und das ohne Waffe. Ach du Scheiße. Wie soll man das ausräumen? Er gehört euch, Jungs. Ich hab keine Munition, ich war blöde. Ich war blöde. Ja, und die Drecksbullen natürlich wieder. Ihr wollt mich doch verarschen. Am besten noch von vorne. Ja. Na, Gott sei Dank. Nee, das ist eine Falle. Das ist die dümmste Idee, die es gibt. Naja, ich trage eine Waffe und weiter. So, Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir werden hier mal tierisch jetzt drauf gehen. Oh, hier gibt's was. Aber es tut doch weh. Ich will hier den Laden ausräumen und wir kriegen ja die Bullen an die Backe. Ich verblöde. So. Polizei fernhalten. Ja, richtig. Kann man ja machen. Dankeschön für die Erinnerung. Ich muss bloß erstmal eine Deckung suchen. So. Auf geht's. Da. Nein, wo war denn das? Hier. Entferne blaue Fahndung für 30 Sekunden. Einmal bitte. Die Cops in Barclay müssen sich zurückhalten. Sofort. Sehr schön. Das hat sich wenigstens gelohnt. Der hat immer noch nichts gerafft. Ullalalala. So, wir müssen aufpassen. Der läuft dort lang, da können wir uns den schnappen. Alter Fall, da sind das viele hier. Ich hoffe, das geht gut. So, dann kommen wir her. Schlaf einfach. Halt die Fresse. Da ist ein Wachposten. Da hinten ist aber auch noch einer. Okay, der Wachposten kommt direkt zu uns. Hat aber noch nichts mitgekriegt. So, Dankeschön. Auch der wäre erstmal eliminiert. Alleine da oben. Ich glaube, den schalten wir als nächstes aus. So, sehr schön. Hier ist auch keiner. Okay. Haben wir alle in Ruhe diese Kassette aufbrechen. Und $5.000. Wir haben sie leer geräumt. So. Haben natürlich hier 4 Gegner noch vor uns. Was? Ich sehe nicht das Geringste. Vielleicht ist der hier drüben. Und gleich einer direkt hier hoch natürlich. Muss ja. Zack. Raus müssen wir 3. So. Wer kommt nicht von euch?
keiner. Aber wenn ich hier runterrenne, sieht das mich sofort. Das ist auch scheiße. Dann gehen wir wieder von einer anderen Richtung. Haben wir wenigstens was davon, nämlich den Überraschungseffekt. Dreh dich rum und du bist tot. Er hat sich rumgedreht. Ich hab's dir gesagt. Dreh dich rum und du bist tot. Guten Tag. So, und dann greifen wir uns hier noch den letzten, der sich hier irgendwo verstecken soll. Da. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. So. Ich bin gespannt, wo es uns jetzt wieder hinzieht, um den Capone zu erledigen. In welches Gebiet, wo wir ja schon mal waren. Natürlich, hier noch zerstören. Sehr schön. Macht es uns keinen Spaß. So. Wenn wir es einmal sehen, können wir es auch machen. Es gibt zwar keine Punkte, aber es macht Spaß. So. Und dann würde ich sagen, großmäulig, wir sind hier fertig und können jetzt wirklich zu dem Margo gehen. So, der ist auch nicht weit weg. Rede mit Conny, dem Margo. So, was haben wir denn? Die haben nur Rotz hier stehen. Kein ordentliches Fahrzeug. Das ist doch... Ach. Da, guck, der trägt eine Waffe. Ja, ja, und? Hallo, hallo. Weiter. So, auf zu Conny DeMargo. Auf geht's zur Endmission dieser Missionsaufgabe. Wie gesagt, es wiederholt sich immer und immer wieder dasselbe. Zumindest die Vorgehensweise. Die ändert sich leider nicht mehr. Und am Anfang war das Spiel so vielversprechend und es ist etwas, ja, nervig, ehrlich gesagt, so vorzugehen. Das habe ich ja schon mal in der letzten Folge erörtert. Hier wieder der Gegenverkehr. Ja, und die Fahrweise ist immer noch die eines Steines. So. Auch das ist nicht wirklich mit schön anzusehen. Wobei das Aussehen der Fahrzeuge richtig schön gemacht worden ist, das kann man nicht sagen, aber... Die Fahrweise geht gar nicht. Was ist denn hier los? Was für ein Opfer. So. Suffkopf ist immer noch da. Okay. Zeig dir den direkten Weg. Und hören uns mal an, was er uns zu sagen hat. Verdammt, du schindest Eindruck, Kleiner. War nicht bös gemeint. Hör mal. Santini mag's gar nicht, wenn Leute meinen, sie bräuchten für Schutz nichts zu zahlen. Und anscheinend traut ihm keiner mehr zu, dass er die Waffendeals durchzieht, wie sonst. Das hat ihn bestimmt ziemlich sauer gemacht. Lässt ihn, Enzo und Marcano ganz schön schwach aussehen. Geh mal rüber zum Güterbahnhof. Santini ist gerade dort und überlegt, was er machen soll. Mach's gut, Conny. Immer schön sauber bleiben. Konfrontiere Pete Santini. Auf geht's zum Güterbahnhof, so wie sie es uns gesagt haben. Aufmerksamkeit auf sich. Ist aber die falsche Aufmerksamkeit. Wie geht's hier? Lester Schwestern sind wieder mal vor Ort. So, wir müssen zurückfahren. Vorsicht! Lincoln Clay setzt zum Rückwärtsfahren an. So. Sogar relativ in der Nähe. Eigentlich nicht so weit weg. Schauen wir uns das Ganze mal an. Vorher erstmal natürlich wieder das Geld abholen. Schon wieder 5 Riesen in der Tasche. Erhöht unser Gesamtbudget auf über 50.000. Langsam aber sicher kommt hier das Geld in die Kasse. Das geht gar nicht, das Auto. Ein Taxi. Wir sollten vielleicht mal mit dem Taxi von Ort zu Ort fahren. So, wir sollen ja wieder... Ach, hier, alles klar. Okay, dann parken wir auch hier. Ihr seid natürlich noch keine Gegner. Ihr seid kleine, ahnungslose Opfer. Aber hier ist bedeutend mehr los jetzt. Alter. Nee, zurück.
wollten noch das Geld sicherstellen. So. Da. Muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Klar doch, Cher. Bin schon unterwegs. Das ging mal schnell. Oh, Entschuldigung. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Ja, das Geld bitte. Und wir werden definitiv mal unseren Waffenladen holen. Komme schon, nur einen Augenblick. 54.501 Dollar haben wir jetzt. Gut, jetzt haben wir einen Haufen Kohle wieder los. Da wir jetzt aufmunitionieren und Schutzwesten holen und Adrenalin spritzen. So, Munition ist voll. Bei beiden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Nachschub. So, haben noch 49.101 Dollar. Und das sind noch mal Aussichten. Warte, wir packen. Was zum Henker will der mit der Knarre? Ach, halt die Fresse. So. Hab gehört, Mr. Santini war vor kurzem hier. Ist er angepisst? Ob er angepisst ist? Scheiße, und wie? Weißt du eigentlich, wie viel Kohle er mit diesen Zügen verdient? Er ist mit einem Baseballschläger auf Little Eddie los. Scheiße. Little Eddies Schädel ist geplatzt wie eine Wassermelone. Wenn wir das hier vergeigen, ist er als nächstes hinter uns her. Also sag mir, wenn du was siehst. Okay, hier ist echt viel los hier vorne. Ich weiß nicht, wie viele im Haus sind. Die stehen hier nur dumm da. Weiß nicht, ob wir anderweitig reinkommen. Ja, hier ist das Tor zumindest offen. Und befugtes Betreten. So, Tür auf. Dabei fällt der Schrank natürlich um und es merkt keiner, ist klar. So, Wachposten voraus. Der rafft's nicht. Unser Glück. Die sind alle dumm da, was denn jetzt? Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Nicht wieder weggehen, das bringt mir nichts. So. Die anderen haben es nicht gerafft. Unser Glück. Oh, die können es sehen. Habt ihr ihn gesehen? Ja, kommt einer rausgeschissen. Okay, wir warten es ab. Wir sitzen es aus. Okay, paar sind es wirklich in dem Haus. Eieieiei. So, er sieht die Leiche. Sehr schön. Damit ist er der Nächste. Die anderen lassen sich nicht wirklich anlocken. Na gut, wir haben es verkackt. Obwohl sie zwei Bachposten immer noch dumm rumstehen. Was glaubst du, mit wem du dich hier anlegst? Na komm doch mal her. Halluzinationen? Das hörte sich verdächtig an. Großer Gott!
So. Der Vorhof ist gesäubert. Eieieiei. Soll ich mal reingehen? Oh Gott, da kommt eine ganze Riege. Eine ganze Armada. Wo wollt ihr ihn dann suchen? Ab in die Ecke. Das gibt uns wenigstens etwas Schutz. So, ab in die Ecke. Der nächste ist draußen. Blut wurde vergossen. Was? Hallo? Come on, come on, come on, come on, come on. Ist das verarschen oder was? So. Der Chef sitzt sehr eh aus. Mach das. Gut, das haben wir ja schon ausgeraubt. Okay, hier haben wir wieder einen Wachposten. Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Da! Seht ihr ihn! Keiner Verstärkung. Außer ich will das so. So, viel Lachs hat er. Ich verstecke mich. Hey, er ist hier drüben. Den ganzen Scheiß haben wir ihn. Auch hier unten. Was zum... Schnappt ihn! Da ist noch einer. Um ihn rum, wo er dich nicht sieht! Ach, Scheiße! Ich bin getroffen! Ich geh hier! Hier ist ein Wachposten. Da! Da! Seht! So, die Etage ist gesäubert. Jetzt musste ich mich aber konzentrieren. Eieieiei. Fickt euch doch, ihr Luschen. Suche Schutz. Suche Schutz. Ja, dann such mal Schutz. Wir sind gleich tot. Na, Entdeckung. Mann, wo ist der denn hier? Da. So, nachladen. Ah, wir haben keine Munition mehr. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Halleluja. Hier drüben! Das ganze Team!
Puh. Fick dich, du Lusche. So. Sind noch im Kampfmodus. So, musste ich auch mal die Klappe halten und mich konzentrieren. Ansonsten wären wir jetzt, glaube ich, definitiv drauf gegangen. Wäre schade gewesen, weil dann müssten wir alles von vorne anfangen. Muss aber ja nicht sein. So. Ja. Wir schnappen uns jetzt den Typen hier. Hier gibt es auch noch ein bisschen Geld. Drauf die. So, mein Freund. Du bist fällig. Wisst ihr, ich dachte wirklich, ich könnte das hinbiegen. Schätze, du lagst falsch. Und der ist tot. Waffengeschäfte gesichert. So. Deutsche M11B. Diese hochmoderne Militärmodell ist auf Treffgenauigkeit und größere Munitionskapazität hin optimiert und richtet mehr Schaden an als andere MPs. Büchsenmacher plus Munition. Baptiste vergrößert deine Munitionskapazität. So, jetzt gucken wir mal. Das werden wir uns der Cassandra. Mafia-Art verbessert Ausdauer und Erholung. Sollten wir auch bald machen. Sprengstoffvorrat. Waffenhändler verkaufen Sprengstoff. Für Burg. Ja, komm. Wir geben es Burg. Bevor der wieder rumholt, der alte Sack. Wir tätigen einen Anruf. Schick, wenn immer du kannst, nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Ich schicke meine Jungs da raus. Aber du sollst wissen, dass ich nicht zufrieden damit bin, wie unser letztes Treffen lief. Es war flucht schwer, das nicht persönlich zu nehmen. War klar. Und der alte Sack ist wieder nur am Rummotzen.